Liebe Pfeifenrauchergemeinde hier auf YouTube, es staut sich ein wenig bei mir, aber das liegt eben auch daran, dass ich in letzter Zeit keine Filme machen konnte und daher bitte ich um eure Nachsicht. Auch in diesem Film muss ich auf ältere Filme von mir verweisen und auch auf Filme von unserem lieben Ralli Grufti. Jürgen Börner ist ein Mensch, der mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen ruht, der genau weiß, was er möchte und der überhaupt keine Anstalten macht, berühmt werden zu wollen. Herr Börner möchte mit kleinen Pfeifen in die Öffentlichkeit treten und nicht mit seiner Person. Insofern ist natürlich ein Medium für YouTube hervorragend geeignet, um genau diesen Wünschen zu entsprechen. Man kann ohne Probleme die Werke von Jürgen Börner für sich selber sprechen lassen. Ich habe ja schon zwei. Meine erste, eine fantastische kleine Pfeife, und diese hier mit der schrägen Rauchkammer ist auch großes Theater. Insofern verwundert es nicht wirklich, dass ich immer wieder auf der Suche nach Pfeifen von Herrn Börner bin, zumal meine Liebe zur Volcano-Form, sprich zur Vulkanform, ja, im Augenblick relativ groß ist. Nun kann man Herrn Börner mit Fug und Recht als aktuellen König der Vulkane bezeichnen. Was er da für Formen, für Oberflächenstrukturen und rauszaubert, ist schon wirklich aller Ehren wert, sodass ich wirklich unheimlich froh darüber war, dass eines Tages mich Herr Börner einfach anrief. Der Vorteil alter Zausel wie mir ist, dass man irgendwann doch den ein oder anderen Kontakt geknüpft hat. Und Herr Börner fragte mich eigentlich nur, ob ich Interesse daran hätte, mir einige Bilder anzusehen, da er gerade im Begriff ist, seine Produktion Philoma fertigzustellen bzw. richtig anlaufen zu lassen. Und er hat einige Vulkanos darunter. Das ist... Sowas darf man mir nicht zweimal sagen. Vulkanos, Bulldog und Rhodesians, sind Formen, die bei mir automatische Reaktion hervorrufen. Ich also ran an den PC und mir mal die Fotos angesehen. Meine Lieben, ich kann euch schon versprechen, das sind tolle Dinger. Nun hatte ich den merkwürdigen Grundinstinkt, will alle haben. Aber erstmal ist man eine zurückhaltende Persönlichkeit. Und zweitens ist man leider auch nicht begütert genug, was überhaupt nichts macht. Aber eine sollte es schon sein, zumal ein lieber YouTuber ja bei uns äußerte, dass er für sich verwundert zeigte, dass ich eine bestimmte mir noch nicht ausgesucht hätte. Das ist Wahnsinn. Zum Glück unterliegen wir keinem
wie auch immer gearteten Konkurrenzkampf. Das haben wir zum Glück nicht nötig. Schönheit soll ja für sich sprechen und das eigene Herz erwärmen und nicht das andere erkalten lassen. Nun guckte ich mich durch die 5 oder 6 verschiedenen Exemplare, wägte ab, guckte mir das nochmal an und nochmal und nochmal und meldete mich 1-2 Tage später mit der Bitte, die eine hätte ich gerne. Nun sind Gespräche mit Herrn Börner immer eine große, große Bereicherung für mein Leben. Es macht einen ungeheuren Spaß, mit ihm zu sprechen, sich auszutauschen. Man fühlt sich ernst genommen, ohne dass irgendwelche kriecherischen Gefühle aufkommen könnten, sondern man fühlte sich einfach nur gut aufgehoben. Nun werdet ihr fragen, warum zeige ich euch das gute Stück? Wie schon erwähnt, Herr Börner kommt wieder nach Loma. Ihr werdet also wunderschöne Pfeifen sehen können. Vorab könnt ihr natürlich auch auf seiner Internetseite ein wenig gucken. Am einfachsten geht's, wenn man ehrlich ist, unter Google Börner Pfeifen. Landet er gleich an erster Stelle auf seiner Präsenz. Ich glaube, dort sind im Augenblick so um die 30 Pfeifen versammelt, die noch auf ein ordentliches Zuhause hoffen. Gehe mal davon aus, dass die guten Stücke auch neben den anderen in Loma zu bewundern sein werden. Seid so gut, guckt sie euch genau an. Es sind Preziosen, die nicht nur in ihrer Gesamtansicht punkten, sondern es sind die ganzen Kleinigkeiten, es ist die Verarbeitungsqualität, es ist die Haptik. Die Raucheigenschaften könnt ihr schlecht in Loma testen. Es wäre nur noch schöner, wenn jeder eine Pfeife anrauchen durfte. Aber es sind tolle, tolle Pfeifen. Und da ich ja nun mal diesbezüglich ein wenig vorgeprägt bin, habe ich nun zugeschlagen. Die Bezahlung ging zum Glück recht schnell. Die Lieferung auch, sodass ich euch der dritte euch dieses Stück präsentieren darf. Ach ja, ist die nicht schön? Eine Vulcano, wie sie eigentlich kaum schöner sein kann. Schöne Seitenwände des Vulkans, die in einem fast trapezförmigen Holm enden. Mit einer Maserung, Heidewitzka. Wer behauptet, dass schöne Maserungen nicht wichtig seien? Die hat noch nicht wirklich welche gesehen. Es ist halt so, dass schöne Pfeifen für mich durch eine schöne Maserung und natürlich auch entsprechende Beizung zu wunderschönen Pfeifen werden. Ich war wirklich schier vor den Kopf geschlagen, als ich das gute Stück auspackte. Sie ist relativ groß, recht massig, wie das bei Vulkan ja nun so üblich ist. Ihr könnt das gar nicht sehen, aber zwischen den dunklen Partien sind auch noch Dutzender feinster schwarzer Linien. Sieht wirklich fast mathematisch aus. Und bei dieser Form hat man oftmals viel Boden. Und wenn man dann solch einen Boden hat,
bin ich willenlos. Mit dem schönen Stempel von Herrn Börner, der wie immer genial aussieht. Er gefällt mir einfach, er passt prima. Und hier kann man ganz gut sehen, was diese Pfeife ausmacht. Der Schwung des Kopfes wird direkt auf den Holm weitergeleitet. Dieser führt direkt ans Mundstück, ohne irgendwelche Zwischenstücke. Steigt leicht auf, um dann ziemlich abrupt abzufallen. Unten ist der Schwung komplett übernommen worden bis zum Ende des Mundstücks. Der Holm selbst ist oben flacher als unten und geht sozusagen, tailliert sich etwas. Das Füllvolumen ist heftig. Also man kann schon sagen, zweite Fingergelenk. Und ist mit Rauchpaste versehen, das gute Stück. Wie immer ohne Gradierung. Was auch nicht nötig ist. Es gibt bei Herrn Börner eben keine Qualitäten, die sich voneinander abgrenzen, sondern es sind einfach alles geniale Rauchinstrumente. Natürlich ist dieser Boden genial zum Hinstellen. Da müsste man schon auf ein Erdbeben warten oder auf einen Sturm, damit das gute Stück beginnen könnte, die Tischdecke einzusaugen. Diese Kontrastbeizung mit einem rotbraunen und einem Gelb, einem Sonnengelb, macht richtig was her. Sie ist einfach so wunderschön. Wie gesagt, die Anfassqualität ist wie immer allererster Kajüte, wie Bugs Bunny zu sagen pflegte. Ich gucke gerade mal, ob ich irgendwo einen Fehler entdecke, der mich so anspringt. Aber da ist mit Springen nichts. Das ist ein richtig schönes Stück. Zwei Miniaturspots, die eigentlich untergehen, weil sie nämlich direkt in der Maserung liegen, spielen keine Rolle. Wir sind keine Erbsenzähler, wir sind Raucher. Die Raucheigenschaften sind wirklich vom Allerfeinsten. Wer so eine Pfeife heiß geraucht bekommt, sollte seinen Job wechseln und vielleicht als Blasebalg arbeiten, und zwar als aggressiver. Die Wärmeverteilung geht wirklich wunderschön nach oben weg. Es gibt keinerlei Wärmenester, kein Heißrauchen. Das Mundgefühl des wieder mal exquisit geformten und ausgeführten Mundstücks ist wirklich à la Bonheur und dieser relativ schweren Pfeife angemessen. Man hat sie gut im Mund liegen, überhaupt keine Probleme und man kann damit ermüdungsfrei seine Zeit verbringen. Lieber Herr Börner, ich möchte Ihnen auf diesem Wege erstmal vielen, vielen lieben Dank sagen, dass ich dieses wunderschöne Stück erwerben konnte. Und verspreche Ihnen hier mit hoch und heilig, dass ich diesen kleinen Vulkan genau wie seine Geschwisterchen fleißig benutzen werde. Sie hat es verdient. Und das sind Pfeifen, die man nicht nur für die Optik, sondern auch fürs Herz und für den Mund kauft. Es ist und bleibt für mich einfach ein Privileg, solche bezahlbaren, schönen Stücke besitzen zu dürfen, die nicht billig sind. Aber seien wir mal ehrlich, wir wollen nichts Billiges. Wir wollen etwas,
Preiswertes, etwas, das unser Herz und unsere Seele mit Schönheit tränkt. In diesem Sinne kann ich euch in Loma nur viel Freude mit dem Pfeifen von Herrn Börner wünschen. Gebt euch einen Ruck. Wenn ihr unentschlossen seid, kauft sie trotzdem. Die Rauchqualitäten sind einfach zu gut, als dass man so ohne weiteres, wenn man die Möglichkeit hat, darauf verzichten sollte. Dem lieben Herrn Börner wünsche ich in Loma viel, viel Erfolg, obwohl nötig hat das nicht. Bar seiner Qualitäten durfte das eigentlich ein Selbstläufer sein. Und euch lieben YouTubern wünsche ich erstmal eine schöne, gesunde, erfreuliche Zeit. Sammelt Kraft für Loma, diejenigen, die hingehen können, damit man diesen besonderen Tag, und das ist ja nur einer im Jahr, auch entsprechend genießen kann. In diesem Sinne, seid euch gewiss, ich denke an euch, euer René.